Hey ho, meine Freunde der Dunkelheit, ich bin's der Red John und heute kommt der dritte Teil des Let's Tests von Dynasty Warrior Gundam Reborn. Und zwar können wir jetzt nun die Story von Mobile Suit Gundam Just Counterattack, die erste Episode, uns mal angucken. Ja, New Game auf Normalmodus, das behalten wir erstmal so. Und the group's conflicts, a war that had been fought between the AUG, the Titans, and Axis in its final battle. Char-Anaspel disappeared, his whereabouts unknown. Axis, which had played the other two sides against each other for its own benefit, changed its name to Neo-Zeon and invaded the Earth Sphere. Thus began a new and brutal conflict, which would come to be known as the First Neo-Zeon War. 4 years passed. Char-Anaspel came out of hiding and re-established Neo-Zeon. He does this as the son of Zeon Dekan, who had called for Spacenoid independence. After setting up his headquarters at Sweetwater, a colony for war refugees, Char declared war against the Earth Federation government. He began an operation to drop the asteroid 5th Luna onto Earth. In response, the Earth Federation forces sent out the Londo Bell Task Force to stop Char's plan. Its members include Bright Noah and Char's old rival, Amuro Ray. Tja, Chapter 1, Before and After the Asteroid. Char may have fought against the Titans with us, but once he saw how bad the people left on Earth really were, he couldn't stand them anymore. I know that. Now he wants to settle things once and for all. We can't let him get away with it. I'm heading out. Meanwhile, Char, having already completed his operation, was preparing to withdraw. Catching Gunaga's airspace is in a stalemate. Shola sent out reinforcements. 5th Luna has already been put into motion. Signal all units to pull back. I did, sir, but since we are withdrawing our mobile suit, we can't disappear Minovsky particles to disrupt radio waves, which puts Greeny in that much more danger. Very well, I go cover Greeny's Jagdogger and collect him myself. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist irgendwie so Zungenbrecher irgendwie. So, Victory Condition. 5th Luna is taken and you are defeat. Ja, ist die Frage, mit wem spielen wir? Amuro? Ja, okay, Amuro. Dadurch, dass der Name Amuro gerade so rot war, dachte ich gerade, dass das unser Gegner ist. Aber nein, wir spielen selber als Amuro. Victory Condition halt, ja, wir müssen 5th Luna zurückerobern oder erobern, besser gesagt. Und nun ja, Play-Info hat er. Oh, er ist Level 6, geil. Und mein Partner ist Bright Noah Rakalium. Rakalium, gut, ich muss zugeben, das gerade sagt mir jetzt nichts. Ist auch egal, Start Battle. Und bin ich jetzt mit dem Gundam New unterwegs? Nee, das ist ein anderer Gundam. Welcher war denn das nochmal? Das war nicht unser erster Gundam. Aber Gundam New ist das auch nicht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, falls ihr Gundam geguckt habt, und helft mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Irgendwie komme ich nicht gerade drauf. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Der Anime ist ja auch sehr alt und dementsprechend habe ich ihn auch erst das letzte Mal geguckt. Special! Warte mal! Fliegen? Ich war gerade in einem Flugmodus, oder nicht? Oder habe ich mich da übersehen? Warte, warte, das... Gucken wir mal.
Nee, ich dachte für einen kleinen Moment, das wäre... Was ist denn hier los? Irgendwie habe ich gerade eine Special Attack, also Combo Attack gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt aber gerade nicht wie. So, auf jeden Fall, vorhin, ich spielte mit dem Gedanken, dass das der Gundam Zeta ist, aber das kann nicht sein, oder? Fliegen kann ich zumindest nicht. Zumindest nicht so wie bei den anderen Teilen mit Doppel-X. Nee, das kann nicht Gundam Zeta sein. Ist es nicht. Ich weiß es. Nee, tut mir leid, da ist mein Gundam-Wissen nicht so gut. Ich wünschte, Chaos wäre jetzt hier. Er wollte eigentlich hier bei diesem Part dabei sein, aber der hat es leider zeitlich nicht geschafft. Denn er ist ein größerer Gundam-Experte, als ich es bin. Der hätte euch... Ein Haro, geil! Der hätte euch mehr sagen können. Ey, Char Anasmu ist hier. Vorher aber will ich gerne dieses Gebiet erobert haben. Aber ich kann mich doch in so einem Flugmodus... Ach. Egal jetzt. So, besiegt. Aber die Mission scheint noch lange nicht beendet zu sein. Ah, alles klar. Diese Combo-Attacke mache ich, wenn ich in diesem R2-Modus bin. Und dann halt meine Special aktiviere. Geil gemacht. Das ist auch mal was anderes. Auf jeden Fall. Na gut, nicht jeder Teil kann gleich bleiben. So leichte Veränderungen muss immer sein. So, hier ist auf jeden Fall so ein Kommandant. Komm her, runter. So, das hätten wir. Und den hätten wir auch. Aber diese Mission ist bei weitem noch nicht zu Ende. Char ist wieder da. Ja, die Mission heißt auch, wir müssen die nochmal besiegen. Da liegt irgendwas. Das will ich kurz aufsammeln. Wo ist das? Wo war denn das? Ach, da. Rechts. So. Jetzt ist unsere Verteidigungsstärke ein bisschen höher. Da können wir auch gleich Char mit unserer Special besiegen. R2! Und die Special. Das dürfte diese Mission nun in den Rest geben. Falls danach nichts weiterkommen wird. Nee, die Mission haben wir wirklich erfolgreich beendet. Ja, yeah. Get back to the ship. I can handle this myself. Nein, kannst du nicht. Ja, somit haben wir auch diese Mission hinter uns gebracht. Sehr interessant. Ich muss mich nachher mal erkunden, was das für ein Gundam war. Ich habe das gerade echt nicht mehr im Kopf. Jo, Level 8. Das sieht man gerne. Next, next und next und next. Noch haben wir nicht viel gesammelt, das wir verkaufen müssen. Upgrade Plan for Rick Diaz Rank A has been obtained. Okay. Saku Tank can now be piloted by other pilots. Mit anderen Worten, wir haben einen Mobile Suit freigespielt. Eines der schlechtesten, aber es ist lustig. Next. Once again, the sky fell. Just as Char planned, 5th Lunar made a direct hit on Lhasa in Tibet, wiping out the Earth Federation headquarters. X? Alles klar. Amuro sagt da was, aber es steht kein Text, das heißt also, ich verstehe nichts.
Okay. Anscheinend unterhalten sich da zwei Leute, also sprich Amuro und Bright, aber ohne einen Text. Mit anderen Worten, diejenigen, die der japanischen Sprache nicht bemächtigt sind, dürften das nicht verstehen. Ich verstehe es zumindest nicht. Okay, but in fact, at the time Cha was heading to London near a space colony at Site 1 as part of another plan. The cyber new type Genu Gas was escorting him under orders from Cha's operation officer, Nana Migur. Okay. Ich versuche das mal so zu überspringen, weil wir verstehen ja eh kein Wort. Von daher, so, und damit hatten wir auch das fertig. Echt interessant, das ist zwar nicht schlecht, nur würde ich auch gern wissen, was die gesagt hätten. Also so ein kleiner Textbalken, das wäre doch ganz nett gewesen. Oder vielleicht steckt da auch mehr dahinter und ich verstehe es nicht. Was soll's, ich gehe auf Quiet und wir gucken uns dann die erste Mission einer anderen Geschichte an. Was war das? Ist das ein Spielfehler? Nein, ohne Witz. Okay, ich habe wohl hier gerade den Ultimate-Dingens da aktiviert. Aber ich habe kein Bild. Alter, ist das wirklich ein Fehler? Ich resette mal die Konsole. In diesem Sinne sehen wir uns einfach in dem nächsten Let's Test wieder.